Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crisis Core Final Fantasy 7. In der letzten Folge hatten wir einen feurigen Start. Wir hatten ein kleines Tänzchen mit Ifrit, wurden dann von Sephiroth gerettet, haben erfahren, dass Angile ebenso wie Genesis verschwunden ist. Es ist jetzt ein Monat später und dann waren wir ein bisschen so in Sektor 8 unterwegs und wurden Mitglied eines Genesis Fanclubs. Und wir sollen jetzt zu Chain gehen, um unsere Mission in Angriff zu nehmen. Ich habe mir ausgerechnet ein bisschen die Missionen angeguckt und habe auch ein paar gespielt. Sind sehr monoton, sage ich mal. Also das Prinzip ist einfach, du kämpfst dich da durch, machst das, was wir wollen und fertig. Also nichts Spektakuläres. Ich kann euch auch zeigen, was ich so gemacht habe. So, Missionen. So, ich habe hier im Shinra-Konzern die Herausforderung gemacht. Da haben wir gegen diesen Typen gekämpft, diesen Kommandant, der uns in der letzten Folge angemonstert hat. Hey, wir Shinra-Leutchen, Soldaten sind unnötig. Dann habe ich die Endphase des Wutai-Krieges in Angriff genommen, habe da ein paar Sachen gemacht, habe sogar eine Mission auf Extrem geschafft. Fragt mich nicht wie, vermutlich war es mehr Glück als Verstand. Und dann habe ich hier das gemacht und dann habe ich hier noch das nicht gemacht und habe hier dann Meisterjäger Zack den Rückkampf gegen Ifrit gemacht und habe dann eine Ifrit Materie bekommen. Allerdings ist sie hier nie auffindbar. Also ich habe dann zusätzlich noch Analyse gekriegt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber mehr auch nicht. Und wir haben jetzt Schutzengel auf uns drauf und wir gehen jetzt zu Chengi Cheng. Bin ich jetzt rausgegangen oder ins Büro gegangen? Ja, gut, ich bin wieder reingegangen. Hallo Cheng, ich bin ready, denke ich mal, zumindest. Bereit für den Einsatz? Ja, ich bin soweit. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Nee, braucht man nicht. Wir haben nämlich in der letzten Folge genug Zeit verdrödelt. Ausgezeichnet. Ja, Chengi Boy. Chengi Boy ist bereit. Ja, wir sollen ja Genesis Eltern verhören. Weil die ja nichts sagen. Ready to go? A routine job, right? No sweat. I wonder. Originally, Sephiroth was assigned to this mission. That means it's a top priority matter. Be alert, or you'll fail. And Sephiroth? Refusing to go, apparently. Oh, what is that? They spoil him too much. Why don't you say that to his face? No thanks. Ich glaube, wir würden, wie das Sephiroth ins Gesicht zeigen, würde uns eiskalt mit seinem Schwert aufspießen. Aber vielleicht gibt es ja einen Grund, dass Sephiroth da nicht hingehen möchte. Vielleicht weiß er mehr, als wir denken. Und die Frage ist, wo ist Angile verblieben? Und wir haben ja auch in der letzten Folge Genesis Replikas gefunden. Oh, schön. Schöne Gegend. Komisches Gewächs. Das sind Weißbanora-Bäume. Ihre Früchte werden Dummäpfel genannt. Wir sind in Banora? Angels Heimat? Korrekt. Genesis und Angel kennen sie seit ihrer Kindheit. Ah, okay, verstehe. Die Dumb Apples. Oh, hi. Das ist sicher wieder so eine Genesis-Replika, ne? Hundertprozentig. Und ich habe Schutzengel auf mir drauf, den haben wir durch den Heiltrank bekommen. So. Phasenmodulation. Ich hätte gerne mal wieder ein Level Up, aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Und ich habe mich ein bisschen zu den Foren durchgelesen, durchgeschnuppert. Und da stand, dass das... Es stand nicht eindeutig da, ob das jetzt zufällig ist oder nicht. Deswegen, ja. Die schon wieder. Die habe ich in Wutai auch gesehen. Sie sind also hier.
Bislang ist uns noch keiner Dorfbewohner begegnet. Vielleicht ist die ganze Gegend schon unter ihrer Kontrolle. Genesis und seine Verbündeten sind mit einem großen Arsenal an Waffen untergetaucht. Es ist das Anliegen des Präsidenten, diese Waffen so schnell es geht zurückzubeschaffen oder zu zerstören. Jagen wir einfach alles in die Luft. Klingt nach einem Job für mich. Einfach alles in die Luft jagen, ne? Dann kann keiner mehr an die Waffen. Nicht mehr Shinra. Gut, ich kann mich nicht um... Ich hasse die Kamera hier. Gut, dann gehen wir weiter. Hallo? Oh, ich habe eine E-Mail gekriegt. Das war das Piepgeräusch. Jetzt ein Apfel. Kunsel. Hab gehört, dass sie dich nach Banora entsendet haben. Wie läuft's da? Hoffe, es geht dir gut. Sollen sich eine Menge Shinra-Angehörige da rumtreiben. Banora lebt anscheinend hauptsächlich von einer Apfelzucht und einer Fabrik, die in der Nähe steht. Ansonsten pumpt Shinra eine Menge Kohle in den Ort. Frag mich warum. Würde mich nicht wundern, wenn da irgendwie Mako-Energie im Spiel wäre. Vielleicht aber auch was mit Geheimnisvolleres. Was viel Geheimnisvolleres. Werd mich mal dahinter klemmen. Du hörst wieder von mir. Was hat denn das jetzt mit... Der Betreff ist so sinnlos. Jetzt ein Apfel. Schreibt irgendwas über Banora. Oh, hi. Ich dachte mir schon, da kommt irgendwas auf mich zu. So. So. So, okay. Ich denke immer, dass da noch irgendwie so eine FF-Musik kommt, aber die kommt immer nur nach der Mission. Hier ist sicher wieder ein Kampf. Übrigens, ich habe herausgefunden, wo die Karte ist. Oh, was sind denn das? Oh, die haben einen coolen Zopf. Wie heißen die Gegner? Wach, 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 wach. Potion. Die sehen aus wie, dieser Red. Guck mal, ich kann euch die Karte zeigen. Banora Apfelplantagen, ne? Das ist die Karte und wir müssen jetzt so, so vermutlich da ans Ende. Ich kann zoomen? Okay. So, wir müssen jetzt hier weiter, ne? Ich denke zum... Ich bin mir gerade nicht... Doch, ich bin doch gerade raufgelaufen. Huch! So. Auch nicht einfach auf mich zaubern. So. Und ich habe herausgefunden, dass der Wirbelangriff die AP verbraucht und die normalen Zauber die MP-Punkte. Das habe ich herausgefunden und ich muss ja hier lang, weil hier ist ein Speicherpunkt. Trollololol. Und hier ist, glaube ich, die Fabrik. Ich werde mal kurz speichern, da ist so ein fettes Monster. Wenn hier schon ein Speicherpunkt ist, dann benutze ich ihn auch und das hat sich gerade voll aufgehangen, wenn man will. Aber gut, so. Ich finde es sehr amüsant, dass das Spiel hier ziemlich schnell speichert. Aber gehen wir mal zu dem... Ja, genau, da wollte ich gehen. Aber das macht das Spiel anscheinend von selbst. Okay, ich glaube, ich muss dagegen kämpfen, weil die Musik verrät das ja schon irgendwie. Oh oh. Ja klar. Mach ich auch immer. Ich muss eine Reaktionsfähigkeit haben. Wir wollen den Präsidenten doch nicht enttäuschen. Könnte ich die vermutlich gut schließen, aber hey. Und halt Phasenmodulation. Es ist immer so richtig verwirrend, wenn auf plötzlich Phasen. Stufenanstieg! Stufe 9! Yay! Okay. Anscheinend, ouch, kommt es rein zufällig. Aua. Ich habe eh Schutzengel, aber ich würde den
mir gerne aufheben, ne? Für. Au! Alle Fälle, ne? Wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendetwas Schlimmeres als so eine fette Maschine, eine Wachspinne. Ah! Kann man nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. So, ich verprügel dich. Oder du verprügelst mich, ich hab keine Ahnung. Ich würde mich gern heilen. Ne? Oh Gottchen, Glück gehabt. Kommt jetzt wieder so eine Phase? Nein, Krafthieber halten. Klingt interessant. A Genesis copy. Where did you hear that? Sephiroth said it. The technology was stolen from our scientists. Huh? It apparently allows Genesis's abilities and traits to be transplanted to soldier members and monsters. Soldier and monsters, we're the same? Okay. Also die ganzen Sachen wurden geklaut und anscheinend wäre Sephiroth doch mehr als wir. Okay, ich dachte, ich kann von denen was klauen. Wenn das Ding auch wieder aufsteht, dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, den Anbieter meines Schicksals zu wechseln. Zack, was machst du da? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, chill mal. Ich will doch mich nur umgucken. Darf ich in die Apfelplantage reingehen? Vermutlich nicht. Na gut, dann gehe ich zu ihm hin. Was gibt's denn? Firmeninterne Probleme gibt es zu beseitigen, bevor die Öffentlichkeit davon Wind bekommt. Noch immer keine Spur von den Bewohnern. Lass uns die Häuser überprüfen. Yay! Hausdurchsuchung! A la Zack Fair! Das Spiel ist aber schon ein bisschen sehr linear. Erinnert mich ein bisschen von der Linearität an Final Fantasy 3 zum Beispiel, nur sagen, am Anfang nur dorthin laufen konntest, wo du hin sollst. Genauso wie im zweiten Abschnitt von Final Fantasy 15, das war auch sehr linear. Aber gut. Vielleicht sind wir die Eltern. This is Genesis' home. His parents are wealthy landowners. But I never stole from that tree, because the wealthy man's son was my friend. They weren't mere acquaintances. They grew up together and were best friends. So Genesis deserts and gets his best friend Angeal to join him. Is that it? Sephiroth believes that's the case. There. A gravestone, still very new. Zack, go find Angeal's house. I'll check the grave. Machst du jetzt auf Grabräuber oder was? Also wirklich Ching. So Turks always do this stuff. Someone has to do it. Must be rough. Don't worry. We're paid much better than you are. No way! Hey, wir tun Leichenteile ausgraben. Wir verdienen viel mehr als du. Ist ja nicht ein Scheißjob? Nee, wir verdienen mehr als du. Zack, sieh im Haus von Angeal nach. Er ist vermutlich eines der Häuser dort unten. Doch sei vorsichtig, er würde das Dorf schon in die Hände des Feindes gefallen.
schon ein schönes kleines Dorf. Hast du schon was gefunden? Um das Grab kümmere ich mich. Sieh du in den G's Haus nach. Muss ich es dir etwa noch einmal erklären? Sehe ich so aus? In G's zu Hause ist höchstwahrscheinlich eines der Häuser da drunten. Ich hab doch gesagt, du sollst es mir nicht erklären. Wie komme ich denn da runter? Da. Oh, das ist eine Kiste. Nehme ich mit. High Potion. Aber ich hab doch irgendwie so ein Krafthieb oder sowas gekriegt, ne? Krafthieb. Braucht viel weniger MP als der Wirbelwind. Wir sind schon Stufe 9. Oh, das ist aber schön. Die Kamera. Das ist schon ein relativ großes Gebiet, muss ich schon sagen. Aber gut, dann gucken wir uns weiter ohne die Kamera. Ist gerade ein Erdbeben? Das sah gerade so aus. Erdbeben! Also dann, in Jill House ist bestimmt. Ich habe keinen Plan! Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als in jedem Haus einzeln nachzusehen. Hast du jetzt geglaubt, dass vor der Haustür voll fett draufsteht, Angel? Angel's Home. Please, Angel. Hier ist irgendwas. Doch, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich sollte das später nochmal genau unter die Lupe nehmen. Oh Mann, ich wollte das jetzt unter die Lupe nehmen! Nein, da ist die Kiste. Ich will die Kiste haben. Allheilmittel, oh. Hallo? Hallo? Ist jemand zu Hause? Okay, ich finde das gerade. Oh mein Gott. Das war jetzt creepy. Activating Combat Mode. Ich dachte gerade, es kommt so ein Geist oder so raus. Aber es kommt hier nur so ein. Was stand da? Blutboost. Na, so viel hält der Blutboost jetzt aber auch wieder nicht aus. Kann ich jetzt reingehen? Hallo, ist jemand zu Hause? Die Tür ist abgesperrt und es scheint auch nicht, als sei jemand da. Was ist denn jetzt? Hä? Ach so. Ich dachte, jetzt kommt wieder wer aus der Haustür raus. Aber anscheinend da. Aua, auf mich zu hauen! So geht das hier aber nicht, Mensch. Komm her. Ich verprügel dir den Popo. Was, um mich aus dem Hinterhalt anzugreifen? Ich glaube, ihr spinnt. Da ist wieder sowas, guck mal. Hier ist irgendwas. Doch, da wird. Oh Mann! Junge! Hallo. Ich habe damit nicht gerechnet, dass ich jetzt einfach in dieses Haus reingehen kann. Aber gut. Can I help you? Greetings, ma'am. Are you Angel's mother? My name is Zach. Are you Zach, the puppy? Excuse me? My son wrote to me once about you. Zero attention span. Restless as a little puppy. Oh, thanks, Angel. You're not here together with Genesis, are you? No, I'm not. Don't worry. What is happening with my son? I'm not really sure. Genesis came back here a month ago with an army of cohorts. And they proceeded to take the lives of many townspeople. Genesis, he used to be such a good boy. Is Angel? He came here, but he left his sword and went off somewhere. That sword represents our family's honor. I see. No wonder.
He never uses this sword, really, ever. I'll take care of Angeal. You should go and hide somewhere. Don't be concerned. Genesis cannot harm me. War das ein Auftrag von Shinra, die ganzen Leute hier umzubringen, oder hat das Genesis aus freien Stücken gemacht? Oh, das ist ja Angeal auf dem Foto. Wie jung er da ist. Wahrscheinlich wurde das Glück gemacht, dass er Soldat beitrat. Das Panzerschwert hält er fest umklammert. Ein Auftrag der ganzen Familie. Angeal geht aber ganz schön mit dem Panzerschwert. Das muss Angeals Vater sein. Sieht genauso ernst aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ein Babyfoto. Das soll Angeal sein? Ach, wie süß. Diese zwei kleinen Racker müssen Angeal und Genesis sein. Ich begrab sie mal, ne? Wow. Das wäre zu viel. Als Shinra Angeal angenommen hatte, ließ mein Mann ihm dieses Schwert fertigen, auf das unser Sohn ein ehrenvoller Krieger werden würde. Wir mussten viel Geld leihen, um es bezahlen zu können, und dann schuftete der Mann so sehr, um die Kredite abzubezahlen, dass er schließlich an Erschöpfung starb. Oh no. Oh no, wie sad. Kann ich das nicht haben? Ich meine, damit irgendwer benutzt. Ich meine, Cloud benutzt es auch. Oder? Hat dann Cloud das Schwert von... Nein. Cloud kam sowieso noch nicht vor, also ich kann hier sowieso keine konkreten Schlüsse ziehen, aber ich denke mal, dass Zack eventuell das Schwert bekommt. Angeal, wo steckst du nur? Was? What happened? Hallo, ihr Wutainese. Was? Genesis-Repliken. Activating Combat Mode. Ich will mal den Kraft-Tiebchen. Aua. Okay, wir machen keinen Kraft-Tieb, weil... Ich glaube nicht, dass du auf mich Eisen sitzt, mein lieber Herr Scholli. Conflict resolved. Oh, ein Anruf. Von Cheng? Etwas abseits des Dorfes steht eine Fabrik. Ich habe gesehen, wie eine Replik dort hineingegangen ist. Dann geh hinein. Meinst du, dass das ihr Hauptquartier ist? Höchstwahrscheinlich. Ich befinde mich auf einer Klippe oberhalb der Fabrik. Es wäre töricht, durch die Vordertür ins Haus zu fallen. Wir steigen von oben ein. Komm unverzüglich hier rauf. Aber darf ich mich vorher noch kurz umgucken? Vielleicht, ob es hier noch irgendwo in den Häusern einen Schatztruhen gibt oder so? Also ich kann die Häuser sowieso nicht machen. Noch, Mann, verdammt. Na gut. Vielleicht kann ich ja trotzdem irgendwie Erfahrungspunkte sammeln. So unbewusst. Ich weiß nicht, vielleicht sammelt man ja trotzdem Erfahrungspunkte. Ja, Mann, das geht jetzt ganz schön schnell. Ich bin nicht so der Fan von random Kämpfen eigentlich. Aber was wirst du machen? Wenn das Spiel so aufgebaut ist, dann ist es halt so. Aber wenigstens ist das Kampfsystem nicht so schwer. Bring it on! Das hat gerade geleckt. Autsch. Dass die PSP überhaupt so eine Leistung da bringen kann, ist unmöglich. Nicht. Weil das doch nicht so... Hä, was soll denn das jetzt? Ist das hier ein Hinterhalt oder was? Aua, hör auf mich zu verprügeln! Mensch. So, ich verprügle euch beide gleichzeitig. Funktioniert das nicht hier bei Soldat? So.
die hier überhaupt richtig? Ich soll auf die Klippe, ne? Dann muss ich auf rechts abbiegen. Oh. Das nehme ich gerne mit. Eine High Potion. Eine E-Mail gekriegt. Von wem denn? Von Ken Kunzel? Von Lusin. Unsere neue Richtung. Lieber Soldatkämpfer, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Ein bedauerlicher Vorfall, von dem ich kürzlich erfuhr, hat mich über die Bande, die uns mit unseren Eltern verbinden, nachdenken lassen. So gibt es Familien, die glücklich sind, obwohl ihnen keine Blutsverwandtschaft zugrunde liegt. Und Familien, die unglücklich sind, trotzdem sie auf Blutsverwandtschaft beruhen. Dieses Phänomen beruht auf den Prinzipien Respekt und Dankbarkeit. Fehlt es an beiden, so gedeiht Verbitterung. Und dies führt oft zu tragischen Ereignissen. Auch unsere Einsätze erwachen manchmal aus Verbitterung. Schnelle Konfliktlösung mag die Priorität von Soldat sein, doch in Zukunft will ich mich vermehrt auch um eure Sicherheit sorgen. Das kam jetzt richtig random rüber. Was redest du da so? Bring it on! Na gut, dann kümmere ich mich um. Erstmal unser Bauzi. Bauzi! Oh Gott. No! Hier gibt es kein plötzliches Eiszaubern. Das wollen wir nicht. So, guck mal. Ja, guck mal. Da ist was. Ich hätte die Fahrt verpasst. Open it. MP-Verstärke. Hätte ich mehr Slots, würde ich das ja gerne ausrüsten. Aber guck mal, da ist so eine mega geile Schatztruhe. Ob ich die dann holen könnte? Ich dachte gerade, da sitzt ein Bär. Hi, Cheng. Ich dachte, das ist ein Bär. Genesis' parents were in that grave. Wait, his own family? We can't expect reason from him. What about Angeal? He wasn't at the house. But please, give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go. Genesis hat ernsthaft seine Eltern umgebracht. Oh mein Gott. Aber wieso kann er dann Angeals Mutter nicht umbringen? Mach doch nicht alles kaputt. Infiltrierung erfolgreich. Psst. Super. Hi, Cheng. Geh du schon vor, ich kümmere mich um die. Er sagt nix. Er geht einfach. Schön. Hätte er nicht so rumgebrüllt, wären wir vermutlich... Alter, ist okay, lass mich doch mal angreifen. Ja, auf damit Eis herum zu hantieren. Ich will kein Eis essen. Energieschub. Oh, Level up. Yay! Schön. Das hat mir jetzt gefallen, dass wir random ein Level up gekriegt haben. Zack, hier entlang. Sehr vorsichtig, Genesis-Männer können überall lauern. Also du meinst die Genesis-Repliken? Achso, eine Fabrik ist. Ich will da nach hinten gehen. Vielleicht ist da ja eine Schatztruhe versteckt. So, seht ihr? Guck mal, das war so klar. Dass hier eine Schatztruhe versteckt ist. Oh, guck mal, da ist auch noch Geld drinnen. Das kann ich gut gebrauchen. Ich sehe eigentlich voll gar nicht. Gar nichts. Ich kann die Kamera auch nicht mal dran. Jetzt kann ich sie drin. Okay, ich verstehe die Kamera manchmal nicht. Sie kommt jetzt sicher. Ja, das ist so klar. Oh, jetzt kommen die Wautzes. So, die halten auch nicht so viel
Bam. Bam. Conflict resolved. Wie viel Leben habe ich dann? Das geht. Das geht. Aber ich glaube, ich werde trotzdem statt dem Kraft-Team eine Wirbelattacke reinpacken, weil die mir doch mehr gebracht hat. Ich weiß nicht, was dieses Konsens bringt, aber. Ja. Activating Combat Mode. Ich glaube, Genesis steht auf Hunde. Bin mir noch nicht sicher. Phasenmodulation. Yay. Warum gibt mir noch ein NG? Nein. Manchmal verstehe ich dieses Phasenmodulations-Dingsbums nicht, aber. Wo ist denn jetzt Chengi gegangen? Chengi! Cheng Cheng! Chengi Cheng! Cheng 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 Cheng! Activating Combat Mode!